Hi Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu meinem ersten True Sunday. Falls du noch nicht Teil meiner Community bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du das an dieser Stelle wirst. Hier auf meinem Kanal geht es rund um Vlogs, Deep Talk Themen, True Crime und alles, was so eine Rolle in meinem Leben spielt. Auf jeden Fall habe ich mir diese neue Reihe, dieses neue Format hier überlegt. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, ich liebe True Crime. Ich setze mich super gerne damit auseinander und finde es wirklich sehr, sehr spannend und teilweise natürlich auch sehr, sehr grausam. Und deswegen dachte ich, ich werde jetzt jeden zweiten Sonntag hier auf meinem Kanal einen True Crime Fall erzählen. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Vielleicht dann irgendwann sogar jeden Sonntag. Wir schauen mal. Aber bis jetzt erstmal alle zwei Sonntage im Monat. Ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe, ihr fiebert mit. Ihr könnt gerne alles, was euch auf dem Herzen liegt, alles, was ihr über den Fall denkt, in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir legen los mit meinem ersten True Crime Fall. Ich ziehe direkt an der Stelle mal meine Brille an, weil, falls ihr es noch nicht wisst, ich bin so gut wie blind ohne Brille. Ich darf auch nicht ohne Brille Auto fahren. Aber ich würde sagen, wir starten. Heute geht es um einen Fall, der mich schon sehr berührt hat. Weil es um einen jungen Mann geht, der tatsächlich in meinem Alter war, als das alles passiert ist. Und zwar geht es um Timothy McLean. Vielleicht sagt euch der Name was, vielleicht habt ihr von dem Fall auch schon mal was gehört. Eine Triggerwarnung an der Stelle. Es ist wirklich sehr, sehr brutal. Wenn ihr sowas nicht hören könnt oder nicht hören wollt, dann guckt euch dieses Video hier am besten gar nicht an oder eben nicht allein. Weil es wird wirklich ein bisschen brutal. Im Sommer 2007 rief Tiffany Tim McLean an und fragte ihn, ob er nicht spontan Lust hat, seine Sachen zusammenzupacken und mal was Neues zu erleben. Tim sowieso sehr spontan war und für sowas gerne offen war und sowieso viel von der Welt sehen wollte, sagte er direkt zu. Die beiden haben ihre Taschen gepackt und hatten einen Plan. Sie wollten nämlich als Schausteller arbeiten. Gesagt, getan, die beiden haben ihre Taschen gepackt und das Ganze durchgezogen und sind dann zu den Schaustellern bzw. haben dann angefangen, auch als Schausteller zu arbeiten. Das Ganze hat sich ziemlich schnell als ein Team und eine große Familie entwickelt. Morgens haben die gearbeitet, bzw. morgens und nachmittags und abends haben die zusammen gefeiert, getrunken und haben sich super verstanden. Den beiden hat das mega gefallen, weil die konnten da $1000 in der Woche verdienen teilweise und das war einfach total deren Ding und die hatten sich mega gefreut. Tim McLean, ich nenne ihn jetzt die Folge über einfach Tim, ist einfacher und schneller, nur dass ihr Bescheid wisst. Der letzte Halt der Messe war Edmonton und da hat Tim dann gesagt, dass er zum nächsten Stopp Gina nicht mitkommt, dass er das ausfallen lässt, dass das ohne ihn stattfinden muss, weil er nach Hause muss, ein paar Sachen erledigen. Er wollte dann für eine Woche nach Hause und wollte dann wieder zu seiner Schaustellerfamilie, sage ich mal, und mit denen eben weiterreisen und da weiterarbeiten. Seine Schaustellerkollegen und Kolleginnen hatten ihm angeboten, Geld zusammenzulegen für ihn, damit er sich ein Flugticket kaufen kann, dass es nicht ganz so weit hat. Aber er entschied sich für den Bus, weil er damit eigentlich gar kein Problem hatte. Gesagt, getan, also entschied sich Tim dafür, am 30. Juli 2008 mit dem Greyhound-Bus zu fahren. Um 12 Uhr stieg er ein und sein Zielort war Winnipeg, sein Zuhause. Er entschied sich für die vorletzte Reihe rechts, den Sitzplatz am Fenster, damit er einfach schlafen kann. Er hat sich seine Kopfhörer aufgesetzt, Musik gehört, sich an die Fensterscheibe gelehnt und dann geschlafen und hatte eine 24-stündige Busfahrt vor sich mit den ganzen Pausen und so. Es waren 1300 Kilometer, die der Bus fahren musste, waren es so um die 24 Stunden bis zu seinem Nachhause nach Winnipeg. Er hat vorher seinem Papa noch eine Nachricht geschrieben, eine SMS, wann er zu Hause ist, wann er ungefähr ankommt, damit der sich keine Sorgen macht und Bescheid weiß. Nur wusste Tim zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht, dass er da niemals ankommen wird. Er hatte schon riesige Vorfreude auf seine Familie und seine Freunde, endlich wieder zurück in seiner Stadt zu sein, weil er jetzt eine Weile nicht zu Hause war. 18 Uhr erreichte der Bus 1170, in dem Tim saß, den nächsten Stopp. Und an diesem Stopp bzw. Halt stieg dann Vincent Weigang Lee ein ungefähr 1,82 großer Chinese, der am Anfang einen recht normalen Eindruck gemacht hat, stieg in den Bus ein, setzte sich nach vorne und die Busfahrt ging weiter. Nach ungefähr 30 Minuten legte der Busfahrer dann einen Stopp ein für die Raucher als Raucherpause oder generell einfach mal Füße vertreten, was essen. In dieser Pause ging Vincent dann raus, um eine Raucherpause zu machen, hat mit einer Frau eine Zigarette geraucht, hat sich mit einem Mann noch unterhalten und da war aber auch noch alles normal. Nachdem er fertig geraucht hat, ging er dann wieder in den Bus rein
und wählte diesmal einen anderen Sitzplatz. Er schaute sich um, ging an Tim vorbei und Tim meinte dann, hey, wie geht's? Und dann setzte Vincent sich neben Tim. Tim saß am Fenster, Vincent saß daneben. Tim hat sich dann an die Scheibe gelehnt, Kopfhörer reingemacht und weitergeschlafen. Gegenüber von den beiden saß ein Pärchen, was die beiden Männer immer mal wieder beobachtet hat. Dabei fällt ihnen auf, dass Vincent so gegen 20 Uhr nervös wurde. Also er wackelte alles hin und her, konnte nicht mehr still sitzen. Und irgendwann hat er dann angefangen, auf Chinesisch irgendwas vor sich her zu murmeln, was das Pärchen aber nicht verstanden hat, weil sie die Sprache einfach nicht beherrschten. Das kam ihnen schon ziemlich seltsam vor und sie wussten gar nicht richtig, wie sie darauf reagieren sollten. Die haben aber zu dem Zeitpunkt sich nicht wirklich was dabei gedacht und somit auch nichts dazu gesagt und ihn einfach machen lassen. Gegen 21 Uhr war Timothy McLean dann nur noch eine Stunde von seinem Zielort, von seinem Heimatort Winnipeg entfernt. An der Stelle nenne ich euch nochmal ein paar Infos zu Tim an sich, zu seiner Person, wie er war, damit ihr das einfach so ein bisschen besser verstehen könnt und ihn so ein bisschen besser als Person einordnen könnt. Tim wuchs in der Nähe von Winnipeg auf einer Farm in Ely. Seine Freunde und seine Familie beschreiben ihn als sehr abenteuerlustig, offenen, herzlichen Mensch, der kein Problem damit hatte, auf neue Leute zuzugehen und auch relativ schnell neue Freundschaften schließen konnte. Sein Traum war es, zu reisen und viel von der Welt zu sehen. Und genau deswegen kam ihm dieser Schaustellerplan genau recht mit Tiffany zusammen. Die beiden haben da um die 1000 Euro in der Woche verdient, aber die haben das nicht gespart oder beiseite gelegt, sondern haben wirklich einfach gelebt. Und denen ging es super gut, die waren glücklich mit der Situation und das war einfach total deren Ding. Tim hat übrigens auch nebenbei sehr, sehr viel gefilmt. Einfach so, um seinen Freunden und seiner Familie viel von seinem Leben zu zeigen, damit die sehen, wo er ist, was er macht, wie er lebt. Und deswegen hat er auch sehr, sehr oft die Kamera in der Hand gehabt. Das sind so ein paar Randinfos von Tim. Zurück zum 30. Juli 2008. Kurz nach 21 Uhr hörten die Busgäste einen lauten Schrei. Sie waren total erschrocken, drehten sich rum und sahen dann was, was sie wahrscheinlich niemals vergessen werden und was wahrscheinlich das Schlimmste war, was sie jemals gesehen haben. Vincent war über Tim drüber gebeugt und hat ununterbrochen in seinen Nacken und in seine Brust gestochen. Im Nachhinein haben Zeugen beschrieben, dass er mindestens 12 Mal auf Tim eingestochen hat und dass das überhaupt nicht menschlich aussah, dass es ihnen vorkam, als würde ein Roboter auf Tim losgehen. Ich hörte Tim im ersten Moment nur schreien und Zeugen beschrieben das wie Hundegejaule und ein Babygeschrei. Zu diesem Zeitpunkt alarmierte ein Passagier den Busfahrer und teilte ihm mit, was da gerade hinten in der vorletzten Reihe abgeht. Befahl ihm anzuhalten und alle Passagiere zu evakuieren. Das war auch kurz darauf passiert und Lee, dem dann bewusst wurde, was gerade passiert, beziehungsweise dass dieser Bus gerade evakuiert wird, wollte dann mit seinem großen Jagdmesser in der Hand aus dem Bus fliehen. Dieser wurde jedoch von dem Busfahrer eingesperrt. Er versuchte, die Hauptbustür durchzubrechen, jedoch ohne Erfolg. Also er war in dem Bus eingesperrt, er kam auch nicht mehr raus. Schlug vergeblich gegen die Glastür, hat versucht, irgendwie aus diesem Bus rauszukommen, aber er hat es Gott sei Dank nicht geschafft. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch Tim und Vincent in dem Bus gefangen. Alle anderen Passagiere haben es rausgeschafft und denen ging es den Umständen entsprechend auch gut. Jedoch stiegen 3 Männer wieder zurück in den Bus, um Tim zu helfen und ihn vielleicht zu retten. Jedoch konnten sie nur noch feststellen, dass der junge Mann blutüberströmt war und wahrscheinlich alle Hilfe zu spät kommen würde. Daraufhin wurden sie von Vincent mit dem Messer verjagt und der Busfahrer hat dann die Notabsperrung des Busses eingeleitet, wodurch der Bus dann funktionsunfähig wurde. Also befanden sich zu diesem Zeitpunkt wieder nur Timothy McLean in dem Bus und Vincent Weigang Lee. Die mindestens 12 Stiche, die Vincent Tim verpasst hat mit dem Jagdmesser in Brust und Nacken, hat der junge Mann leider nicht überlebt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war er tot. Das hatten ja auch schon die 3 Passanten, die nochmal in den Bus rein sind, feststellen können. Und das war auch so, hat man im Nachhinein herausgefunden. Tim hat das einfach nicht überlebt, das war zu viel. Und somit waren die beiden dann alleine in dem Bus eingesperrt und haben auf Polizei und Rettung gewartet. Nach 10 Minuten Warten war von Polizei und auch Rettungskräften immer noch nichts zu sehen. Die Passanten beobachteten von draußen das ganze Spektakel, was im Bus geschehen ist.
Vincent hat angefangen, Tim zu enthaupten, ihm die Arme und die Beine abzuschneiden. Lou beobachtet, wie er Tims Leiche entweihte, seine Eingeweide zerriss, seine Augen entfernte, seine Zunge und seine Ohren abschnitt. Vincent fing an, nachdem er Tim enthauptet hatte, seine Arme, seine Beine abgeschnitten hatte, die Zunge abgeschnitten hatte, die Eingeweide zerriss und die Augen rausgeholt hat. Danach fing er an, das Fleisch von Tim zu konsumieren. Fing an, die beiden Augen von dem jungen Mann zu essen und Teile des Herzens. Irgendwann kam dann die Polizei. Ich erzähle euch jetzt nochmal genau, wie die Polizei das erlebt hat, damit ihr das vielleicht auch so ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Also wir waren jetzt an dem Punkt, was die Passanten gesehen haben, und jetzt kommen wir zur Polizei. Um 8 Uhr hörte die kanadische Royal Mountain Polizei Berichte über die Messerstecherei im Bus und machten sich somit auf den Weg zum Tatort. Lee wurde gesehen, wie er panisch auf und ab im Bus hin und her lief, und ich wusste, was er jetzt tun soll. Und in seiner linken Hand hielt er währenddessen den abgetrennten Kopf von Tim. Es war eine der skurrilsten Mordszenen und gleichzeitig sehr gruselig für alle Involvierten. Das ganze SWAT-Team und der Verhandlungsführer versuchten, Lee irgendwie aus dem Bus rauszuholen, aber er lehnte ab. Nach 2 Stunden versuchte Vincent dann letztendlich zu fliehen. Er schlug hinten links ein Fenster ein und versuchte dadurch, aus dem Bus zu fliehen. Wurde er von den Behörden schnell verhaftet und gefasst. Gott sei Dank, kann man an der Stelle einfach nur sagen. Nachdem sie Vincent verhaftet hatten, traf dann auch relativ zeitnah das Forensik-Team ein, und die Leute beschrieben es einfach als grausam und als einer der schlimmsten Fälle, den sie bearbeitet haben oder den sie bearbeiten mussten. Sie kamen in den Bus rein und fanden einfach nur noch die zerstückelte Leiche von Timothy McLean auf. Und beim Durchsuchen von Vincents Tasche wurde Tims Nase und seine Ohren gefunden. Seine Augen und sein Herz fehlten, und ihr könnt euch jetzt denken, wo das hin ist. Das habe ich euch eben erzählt, das hat Vincent tatsächlich gegessen. Das war der Fall Timothy McLean. Der junge Mann ist mit 22 Jahren ermordet worden und dann so grausam. Ich fand den wirklich sehr, sehr bewegend, sage ich euch ehrlich. Es ist natürlich einer der schlimmsten Fälle, die, glaube ich, so passiert sind. Du denkst dir nichts Böses, du möchtest nach Hause zu deiner Familie fahren, du wählst den Bus, weil das am günstigsten ist und es dich eigentlich eh nicht interessiert, ob du lange oder kurz fährst, weil du Musik hörst und schlafen willst. Es steigt ein normaler Mensch ein, zu dem du am Anfang vielleicht noch gar keine Meinung hast, weil du noch gar nichts denkst über ihn oder er dir ganz, ganz normal vorkommt, und der setzt sich plötzlich neben dich, du lehnst deinen Kopf am Fenster ab, bist am Schlafen. Und plötzlich sticht der Mann auf dich ein und tötet dich und isst dann noch Teile deines Herzens und deine Augen auf. Also wenn das nicht grausam ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich würde euch an der Stelle gerne noch erzählen, was Vincent Wai Gang Lee für eine Strafe bekommen hat, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch den ein oder anderen interessiert. Viele von euch können sich wahrscheinlich schon denken, in welche Richtung das Ganze ging. Er wurde vors Gericht gestellt und es wurde diagnostiziert, dass er eine psychische Erkrankung hat, und zwar Schizophrenie. Und daraufhin wurde er 2019 in eine Psychiatrie eingewiesen. 2012 fand das erste Interview mit Vincent statt, das er annahm. Und in diesem Interview wurde er gefragt, wie es dazu kam und wie das Ganze passiert ist. Und seine Antwort war, 2004 fing er an, die Stimmen Gottes zu hören. Dass er die Menschen von Angriffen von Außerirdischen schützen wollte und es seine Aufgabe war, die Menschen davon zu bewahren und zu retten. Im Jahr 2013 durfte Vincent die Einrichtung, das heißt die Psychiatrie, das erste Mal verlassen. Und für kurze Zeit wurde er wieder in die Öffentlichkeit gelassen, unter Medikamenten. Im Februar 2017 wurde er dann endgültig aus der Psychiatrie entlassen und in Will Barker umbenannt. Also, ihr müsst euch das mal verinnerlichen. 2004 hörte Vincent das erste Mal Stimmen im Kopf und hatte das Gefühl, er ist der Auserwählte von Gott und er muss die Menschen töten, mit denen nicht von Außerirdischen getötet werden und die Außerirdischen die ganze Welt übernehmen. Und er hat das für sich gesehen, dass es seine Aufgabe ist, die Menschen zu töten. Gott gibt ihm Aufträge und er muss sie erledigen. Das hat er das erste Mal 2004 gehört. 2008
war dann dieser ganze Vorfall mit Timothy McLean, den er dann so auf so grausame Art und Weise umgebracht hat. Daraufhin kam er ins Gefängnis 2009, also ein Jahr später, in die Psychiatrie, der dann bis 2013 war. Das sind 4 Jahre, Leute. 4 Jahre. Dann kam er das erste Mal raus, aber auf Freigang, das heißt nicht die ganze Zeit draußen, sondern mal draußen, mal wieder drin und das alles mit Medikamenten. Und 2017 kam er dann endgültig raus und bekam zusätzlich noch einen anderen Namen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet, wie ihr das findet, wie ihr das seht. Ich sag euch so, wie es ist, ich finde das einfach nur grausam und meiner Meinung nach sollte sowas ganz, ganz anders verhandelt werden. Weil wenn ein anderer Mensch jemanden so auf so grausame Art und Weise umbringt, zerstückelt und die Person dann noch isst, obwohl du gar keinen Bezug zu der Person hast, du kennst sie gar nicht, selbst wenn du einen Bezug hast, das ist irrelevant, aber versteht ihr, wie ich meine, was ich damit sagen möchte? Ich finde das so krank und so krass und ich kann das verstehen. Natürlich, er ist psychisch krank und so, ne? Klar, aber ich persönlich wäre dafür, dass solche Menschen nie mehr im Leben eine Chance bekommen. Weil er hat von einem 22-jährigen jungen Mann so krass das Leben zerstört und von seiner Familie, seinen Freunden das Leben zerstört, von den ganzen Passanten das Leben zerstört. Dazu kommen wir gleich auch noch. Und meiner Meinung nach sollte diese Person nie, nie wieder eine Chance auf ein normales Leben haben. Egal ob krank oder nicht. Dieser Vorfall war für alle Beteiligten grausam. Timothy McLean ganz klar, sowie für seine Familie, seine Freunde, die heute noch absolut kein Verständnis dafür haben, dass Vincent jetzt wieder ein normales Leben führen darf, nachdem er das alles gemacht hat. Er hat auch die ganzen Leben von den Passagieren zerstört, die mit im Bus saßen und das alles mit angesehen haben. Die Passagiere hatten natürlich totale Todesangst um ihr Leben und waren total überfordert mit der Situation. Ein Passagier, der mit im Bus saß, hat 2015 tatsächlich Selbstmord begangen, weil er diesen ganzen Vorfall nie richtig verarbeitet hat und nie damit zurechtkam oder klarkam. Eine Frau musste ihr Kind abgeben, weil sie nach diesem ganzen Vorfall eine posttraumatische Belastungsstörung hatte. Auch viele Forensiker, Detektive und die Leute, die da halt an diesem Fall gearbeitet haben, berichten, dass sie heute noch Albträume von diesem ganzen Vorfall haben und das für immer ihr Leben beeinflusst hat. Ja, Leute, das war der Fall Timothy McLean. Krass, oder? Und ihr könnt mir ja super gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Urteil gefällt hättet, wenn ihr es in der Hand gehabt hättet. Aber ich sag euch zum Abschluss, ich hätte ein ganz anderes gewählt, weil ich es nicht gerecht finde, dass Vincent ein neues Leben führen darf. Er hat so viele Leben zerstört, er hat quasi 2 Menschen auf dem Gewissen. Einmal Timothy und einmal den Mann, der sich 2015 umgebracht hat, nachdem er Depressionen bekommen hat von diesem Vorfall. Dann hat er die ganzen Leben von der Familie zerstört, von der Familie, von den Freunden, also von den Angehörigen einfach. Eine Frau ist so schwer psychisch krank geworden durch das Ganze, dass sie ihr Kind abgeben musste. Viele Detektive, Forensiker und Leute, die an dem Fall gearbeitet haben, kommen mit diesem Fall bis heute nicht zurecht, also auch in irgendeiner Art und Weise Leben zerstört. Und dann finde ich persönlich es nicht gerecht, dass dieser Mensch nochmal eine Chance kriegt, von Null anzufangen. Nachdem so viel passiert ist. Vor allen Dingen, nachdem so ein grausamer Mord passiert ist. Wie gesagt, fühlt euch frei, schreibt gerne alles in die Kommentare, was euch auf dem Herzen liegt und was ihr zu dem Fall denkt. Ich würde mich super freuen, wenn ich an der Stelle einen Daumen nach oben von euch bekomme oder wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich übernächsten Sonntag oder am Dienstag bei einem neuen Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.